Traumgarage hier. Ich würde lieber hier mitfahren. Aber kommt noch, Jungs, kommt noch. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, mal wieder. Das letzte Video, was aktuell war und aufgenommen wurde, ist mit Sicherheit jetzt schon ein halbes Jahr her, keine Ahnung wie lange. Auf jeden Fall zu lang. Mir fällt auch gerade mal auf, das ist tatsächlich das erste Video, was ich mit der Benelli aufnehme. Ich weiß nicht, ob es alle von euch mitbekommen haben, aber die Leute, die mich auf Insta verfolgen, auf jeden Fall. Ich habe meine Malaguti verkauft. Ihr habt tatsächlich noch recht wenig von dem Teil gesehen hier. Weder auf Insta noch auf YouTube so oder so gar nichts. Ja, doch im letzten Video tatsächlich ein paar Clips. Und hier ist es tatsächlich trocken. Wie kann das? Okay, ich meine, ich find's gut, ne? Aber Jungs, dieser Stein hier. Ich weiß noch, mein letzter Wheelie-Fail mit der Malaguti. Ich bin so gegen diesen Stein gebrettert, ne? Werde ich die Kupplung nicht loslassen dürfen. Ah, die One-Hander sind immer noch raus. Junge, es geht. Aber ehrlich, diese Sitzbank von der Karre, ne? Die ist so rutschig. Die Malaguti-Sitzbank hat mir die Hose aufgerissen jedes Mal, wenn ich ein Wheelie gemacht habe und da drüber gegangen bin. Und hier hast du einfach gar keinen Halt. Und wenn ich da One-Hander gemacht habe, dann hat es mir auch die Hose ausgezogen. Aber bei der hier? Nee, die gönnt überhaupt nicht. Aber die Karre geht halt auch im zweiten Gang hoch, das ist das Gute. Zwar nicht wirklich stabil, weil ich kann das noch nicht so gut. Und ich habe auch gemerkt, es bringt nichts, weil der Gaszug ist so abnormal lang. Ich meine, gönnt euch das mal. Der ist viel zu lang, um damit richtig Wheelies zu machen. Und wenn ich dann so richtig Vollgas geben will, dann kann ich halt, weil dann meine Hand so ist, kann ich nicht mehr das Gas loslassen im Wheelie. Und dann ist das richtig scheiße. Aber wir können es ja mal probieren, die im zweiten hochzuholen. Ja, fast. Wie gesagt, ich hole die lieber im ersten hoch und schalte dann in den zweiten. Einfach weil das sich für mich natürlicher anfühlt. Ja, seht ihr, ich kann das Gas halt nicht ganz zumachen. Und dann ist es natürlich im Coaster extrem ekelhaft, wenn man halt das Gas komplett loslassen will, aber immer noch so ein bisschen Gas da ist. Und wenn man dann noch nicht die Kupplung gezogen hat, dann schmeißt es einen halt mies hinten rüber, ne? Und das ist halt scheiße bei so einem langen Gasgriff, meiner Meinung nach, aber gut. Man kommt schon extrem nach rechts, muss man einfach sagen. Merke ich bei jedem Coaster hier, jedes Mal. Oh, Alter! Junge! Was war das denn? Ich habe auch tatsächlich mal versucht, hier Catwalks zu machen. Aber das ist gefühlt auf der Karre irgendwie richtig miesen Krampf. Aber ich merke schon, hier ist auch nicht so ein geiler Spot, um Circuit zu üben bei dem Ding, muss ich einfach mal sagen. Joa, so macht man es nicht. Einfach abgewürgt die Karre. Perfekt. Ja. Bedarf auf jeden Fall noch Übung mit der Kupplung und alles. Ich finde auch, im Gegensatz zu Malaguti ist die Bremse halt hier extrem, extrem aggressiv. Also man tippt da wirklich nur so ein bisschen rein und die ballert sofort so runter. Das ist echt krank. Hui! Ich sag's euch, wie es ist bei der Malaguti, wäre es entweder ein Heckschleifer oder Kennzeitenschleifer gewesen. Junge, ich war noch nie so steil, glaube ich. Heilige Scheiße, Mann.
Ah, der war gar nicht so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Der war nicht schlecht, Jungs. Der war nicht schlecht. Also für meine Verhältnisse war der nicht schlecht, ja? Ja, der war nicht schlecht. Der war echt nicht so kacke. Ich will zwar gar nicht wissen, wie der auf der Kamera aussieht. Sieht wahrscheinlich vollkommen schlecht aus. Aber für mich fühlt sich nicht so schlecht an. Ja, der war auch nicht schlecht, aber der war auch zum Scheitern verurteilt, weil ich nicht hoch genug war. Da kriegst du langsam ein bisschen Gefühl dafür. Ja, da hatte ich die Kupplung zu schnell. Da kriegst du langsam ein bisschen Gefühl dafür. Ah, sonst wäre der echt nicht schlecht gewesen. Scheiße. Oh, der... Digga. Scheiße, Mann. Ja, dann kann man auch Zirkel nennen, oder? Oder nicht? Ich werde einfach zu langsam. Es ist einfach schwer. Das soll es erstmal gewesen sein. Das ist die Benelli. Ja, Wheelies sind eingerostet, aber funktionieren wieder. Egal, Jungs, dann würde ich sagen, hau da rein. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder, wenn ich heute noch mehrere Videos aufnehme. Wer weiß, ich denke mal schon. Und ja, dann hau rein.